herzlich willkommen zum neuen Video und heute auch zum Perlenstecken. Ja, ich habe in meinem Spinning Wheel vor 2 Wochen habe ich diesen süßen Igel erspielt und da möchte ich mit euch sticken. Ich habe noch gar nicht weiter gestickt und ich nehme euch einfach mal mit runter. Ich habe ja, wie ich euch gezeigt habe, meine Perlchen hier in so einem Eiswürfelbehälter. Die habe ich jetzt auch erstmal drin gelassen, weil ich auch kein freies Brettchen habe. Und ja, eignet sich eigentlich ganz gut. Ich kann die ja irgendwo hinstellen, wo die nicht umkippen. Das ist bei mir kein Problem. Von daher lasse ich die jetzt auch mal da drin. Ich nehme euch ein bisschen mit runter, damit ihr besser sehen könnt. Und dann quatsche ich euch mit euch ein bisschen und stick hier an meinem Igelchen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bitte lasst euch nicht irritieren, wenn es im Hintergrund ein kleines bisschen rauscht. Das ist mein Ventilator, aber ganz ohne halte ich es nicht aus. Wir haben heute über 30 Grad und ihr wisst ja, wir wohnen in der Dachgeschosswohnung und hier ist es auch wirklich sehr warm. sonst hättet ihr über den Sommer wahrscheinlich keine Videos mehr von mir, aber ich denke, ganz so schlimm ist es nicht. Beim letzten Mal ging es eigentlich auch, ne? Ja, ich muss mich jetzt erstmal noch mal ein bisschen an die Farben gewöhnen. Mal ganz kurz schauen. Es gibt auch noch so ein ganz hell. Weil ich hier verschiedene Gelbtöne habe. Jetzt muss ich gerade mal nur schauen, dass ich auch die richtigen Gelbtöne hier erwische. Weil wir haben hier noch einen. Das ist, glaube ich, der gleiche Gelbton. Und ja, wir haben noch ein ganz helles Gelb, aber das sehe ich jetzt gar nicht. Deswegen bin ich etwas irritiert. Der Gelbton sieht für mich irgendwie überall gleich aus. Oh Mann, ich würde sagen, das hier in den Blättern ist noch Farbe Nummer 2, das wäre diese hier. Und in den Äpfeln, dieses ist dann Farbe Nummer 3. Das ist vielleicht, glaube ich, doch ein kleinen Tick dunkler. Das ist halt der Nachteil bei Vordruckbildern, ne? Darum sticke ich die tatsächlich auch am liebsten bei Tageslicht, dass man da am besten sieht. Aber so machen wir das. Hier, das ist, glaube ich, dunkler und das ist ein bisschen heller. In den Blättern überall ist, glaube ich, das helle und in den oh, fängt ja schon mal gut an. Wo ist das hin? Da. Es ist anders da, ne? Ich muss jetzt erstmal noch mal mich ein bisschen an die Farben gewöhnen. Bei Vordruckbildern sticke ich gerne so wie beim Kreuzstichen, ne? Dieses runter und dann gleich wieder hochkommen. Ja, genau. Also hier rein und dann gleich wieder. Hier ist es auch recht cool, weil hier haben wir auch so kleine schwarze Punkte. Das kennzeichnet uns ganz genau, wo wir einstechen müssen und wieder rauskommen müssen. So, jetzt haben wir hier, das ist braun. Das ist das ganz dunkle Braun. Ja, ich denke, das ist das da hier. Das ist die Nummer 6. Das ist eher ein Rot. Eher ein Rot. Ein Rotton dunkler. Dann
Mal gucken, im Igel haben wir auch braun. Dieses Braun hat auch noch hier so Kreise drum. Das haben wir ja hier nicht. Das heißt, das ist dieses Nummer 6, das ist das ganz dunkle Rot. Also irgendwie ist es doch ein bisschen tief hier drin. Ich glaube, ich muss das anders machen. Ich muss mir das rausfischen und dann einstechen. Da ist meine Nadel zu kurz, aber ich stick halt lieber mit kürzeren Nadeln als mit zu längeren Nadeln. Von daher, ist mir das lieber. Aber das ist doch ein bisschen tief hier. Mal gucken, ob ich das noch drin lasse oder mal schauen, ob ich. Ah, halt, es ist nur eine. Mal auf zwei gelbe. Ist das jetzt noch das hellgelb oder ist das das dunkelgelb? Also die zwei Gelbtöne kann man echt kaum auseinanderhalten. Ich würde sagen, das ist noch das helle. Wir sticken jetzt einfach hier das helle. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Hier habe ich meine Steine, sage ich schon, meine Perlen drin. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, dieses Gelb haben wir viel, viel weniger. Das ist nämlich jetzt nur in den Äpfeln drin und was ich halt in meinem Perlenbrett. Und von dem haben wir ganz viel, von der 2. Das heißt, die 2 ist alles, was nicht im Apfel ist. So mache ich es jetzt. Und dann hoffe ich einfach, dass die Farben, was das hier reichen, die Perlen. Zettel kommt wieder rein, sonst man weiß nie, ne? Ich habe mich mehr natürlich gerade bei der Nadja, muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das ist von Nadjas Perlenstickerei. Sie schreibt manchmal nur die Zahlen drauf, aber wenn man zum Beispiel öfters mal Bilder bei ihr, mehrere Bilder auf einmal bestellt, dann hat man plötzlich mehrere Tüten, wo eine 1 oder eine 2 oder so draufsteht. Und deswegen mache ich mir immer gleich einen Zettel rein, damit ich weiß, welche Perlen wohin können. So, genau. Dann nehmen wir hier die 2. Können wir gleich 2 Stück nehmen. Boah, ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass ich hier so eine spitze Nadel in der Hand habe. Weil meine Kreuzstichnadel und mein auf AIDA-Perlen sticken, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe, hat ja nur eine stumpfe Nadel, ne? Da gucke ich auch immer, dass ich wirklich eine stumpfe habe. So, jetzt haben wir das hellbraun mit so einem Kringel drum. Das war jetzt das. Die Orangetöne und Rot. Mit einem hellen Kringel drum. Das ist dann die 14. So ein Cremeton. Das ist auch richtig. Mal gucken. Ja, braun mit hellem Kringel. Da, ja, das stimmt. Ja, später, wenn man im Weichen ein paar reingestickt hat, dann weiß man die Symbole. Dann braucht man gar nicht mehr auf die Legende hier schauen. Da weiß man dann, welche Farbe was ist, ne? So, jetzt kommt zweimal die 6. Die hat man ja gerade schon. Muss unbedingt meine Nägel machen lassen. Die sind schon viel zu lang wieder. Ich weiß nicht, also ich habe ja echt zum Beispiel dünne Haare, ne? Also ich habe wirklich sehr dünnes Haar. Aber meine Haare und meine Nägel, die wachsen wie Unkraut. Das ist nicht normal. Also ich habe
Es sind noch keine 4 Wochen her und die sind schon so rausgewachsen. Die Woche werde ich das machen, weil nächste Woche ist die letzte Woche, wo ich den Shop offen habe. Da wird sicherlich noch mal viel los sein. So, dann haben wir hier das Gelb mit einem braunen Kringelturm. Ach, das ist nur wahrscheinlich, weil es dazwischen sitzt. Das ist auch das helle Gelb. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Weil zum Beispiel seht ihr das hier, das Symbol hier, das sieht aus wie Gelb mit braunem Kringel drum. Aber die sehen alle so aus, weil das hier zwischen dem Braun sitzt. Aber das ist eigentlich die Farbe Nummer 2. Weil wir haben hier kein Gelb mit braunem Kringel drum, ne? Wir haben hier so ein Ocker, aber das ist ein anderes Symbol. Oder? Ist das ein anderes Symbol? Ich guck mal, ob ich das gerade mal finde. Oder ob ich mich jetzt gerade euch jetzt gerade Schmarrn erzähle. Ich glaube, das ist nämlich dieses Symbol, ne? Mit dem Kringel drum. Weil orange ist es nicht. Ja, doch, das stimmt schon. Ich bin schon richtig. Ja. Ja, ich war schon gerade auf der Post und habe meine Bestellung weggebracht. Oha, und dann hat mich der Post-LKW zugeparkt, weil der die Pakete geholt hat, also den Lieferwagen quasi, ne? Und dann musste ich warten, bis der fertig ist. Oh, und mir war so warm und pff, ich habe ja auch keine Standklima oder sowas, ne? Also dann einfach Fenstertüre ein bisschen aufgemacht. Aber ja. Na, dann war ich noch ganz kurz was einkaufen für den Abend zum Kochen. Und bei uns gibt es heute Nudelauflauf mit so Hackbällchen drin. Das habe ich kennengelernt in meiner Weight Watcher Zeit. Da ist auch gar nicht so, ist auch so ein bisschen leicht, nicht so schwer. Da kommt dann Gemüse rein, Hack, und dann macht man ein bisschen vom Gemüse, wo man vorkocht, nimmt man ein bisschen weg zu 200 Milliliter. Dann macht man dann ein kleines bisschen Creme Fraiche dran und dann kommt noch mal ein bisschen geriebener Käse dran und dann wird das übergossen über die Nudeln, die gemischt sind mit so Hackbällchen. Und dann kommt es, wird noch ein bisschen Käse drüber gestreut, so wie so ein Auflauf halt. Und dann wird es überbacken im Ofen und schmeckt ganz gut. Haben wir jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. Und ja, die 14, jetzt kommen die 15. Das war auch eine schöne Farbe hier. So ein Roschbraun oder was das ist. Sehr schöne Farbe. Also ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich so lasse mit diesen Eisbehältern. Wer eine lange Nadel hat, der kommt sicherlich gut zurecht damit. Mal gucken. Oder ich sortiere es mir vor. Das könnte ich natürlich auch. Aber ich finde, Vorsortieren auf Vordruck ist irgendwie windbreit, weil ich da ja alles schon vorgegeben habe. Ich muss ja da nicht denken. Ich muss ja nur sticken nach den Symbolen. Ne? Von daher, ja.
Zurzeit mache ich mir auch immer so lecker Eistee und lasse ihn dann halt im Kühlschrank und dann hab mir jetzt, weil ich hier im Büro manchmal vergesse zu trinken, habe ich mir jetzt extra so Trinkflaschen besorgt und dann fülle ich mir die rein, mache drei dicke Würfel Eis rein. Das hält sich dann eigentlich auch ganz gut. Und dann habe ich da auch was zu trinken und dann habe ich auch so ein bisschen so ein Maß, wie viel ich eigentlich schon getrunken habe, weil ich merke das ganz schnell, wenn ich nicht genug trinke, dann kriege ich sofort Kopfweh. Das merke ich meistens schon am nächsten Tag, wenn ich zu wenig getrunken habe, dann merke ich das meistens schon direkt. Ja. Und so habe ich halt ein Maß, in die Flasche passt 1 Liter. Und dann weiß ich also auf jeden Fall, 2 von den Flaschen muss ich auf jeden Fall trinken. Also zur tagsüber und dann am Abend trinke ich ja sowieso immer noch ein bisschen was. Ne? Und dann habe ich da eine gute Richtlinie. Wenn man auch so viel schwitzt, ne, dann muss man eigentlich noch mehr trinken. Ja, ich versuche jetzt auch wieder regelmäßig auch Stickvideos hochzuladen. Ich habe mir überlegt, dass ich meinen Sendeplan ein bisschen anpasse, also dass quasi fest immer ein Tag in der Woche. Oh, das ist zu viel. Jetzt kommen wir zum Orange. Das ist die Nummer 5. Und zwar, dass ich fest einmal die Woche Perlensticken mache und einmal die Woche Kreuzstich mit euch, ne? Entweder ist es mal ein Unboxing oder es ist halt mal hier so ein Stick mit mir. Perlenstick-Unboxings werden nicht so viele kommen. Also da ist da eher selten, dass ich da, ne, das ist, weil das ist ja natürlich auch eine Preisfrage. Beziehungsweise ich habe jetzt gestern eine neue, nicht keine neue, also bei Newcraft Day nochmal ein Perlenstickbild zur Verfügung gestellt bekommen. Und das sieht richtig toll aus. Und da freue ich mich auch schon echt drauf. Ich habe mir auch überlegt, bei den Sonnenblumen tatsächlich nicht das Garn zu nehmen, was dabei ist, weil das ist mir zu umständlich. Ich werde da auch in Reihen das Stickbild sticken und nicht mit dem Garn, was da vorgegeben ist, weil das ist nichts für mich. Ich glaube, auch so wie man es halt auch gewöhnt ist, ne? Nur partienweise im Perlensticken finde ich nicht so optimal. Ne? Man kann das schon machen, also ich habe das ja ausprobiert. Aber ja, ich weiß nicht. Bei den anderen, ne? Ich habe ja diese kleinen Perlen, ne? Bei den anderen, bei den großen Kunststoffperlen, das sind ja eigentlich auch alle aus Kunststoff. Obwohl einer hat mir geschrieben unter meinem Video, dass das Glasperlen wären. Halt. Hier kommt schon die nächste Farbe. Dass das Glasperlen wären. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Die sehen tatsächlich aus wie Glasperlen, würde ich auch schon fast behaupten, weil die auch, wenn man sie so aneinander reibt, dann hört man ja dieses Glas, ne? Das Kratzen. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken, der ist natürlich auch am Start, wie immer gewohnt. Und da steht jetzt Kunststoffperlen. Ich bin mal gespannt und da steht auch dran 9 Count AIDA. Ich denke mal, bei 9 Count AIDA. Können das auch gut sein, dass es die runden Perlen sind, die ihr auch schon gesehen habt wie bei den Teilbildern? Ich fädel mir gerade schon kurz den Faden ein. Also von daher, jetzt haben wir hier das. Jetzt haben wir hier die. Was ist jetzt das Dunkel? Halt, ich hätte hier die Vieh. Hätte hier die 4 sticken müssen. Ach. Und hier erst die 5. Naja, sind nur 4 Perlchen. Schnell aufgemacht. Ne?
So, jetzt aber. Die lasse ich mir gleich hier liegen. Brauche ich ja eh gleich. Also, weil es schön war, nochmal. Nochmal einfädeln. Geht ganz gut. So. Also, die vier. Brauchen eins, zwei, drei, vier. Viermal die vier. ja, ich bin gespannt. Also, es dauert jetzt natürlich noch, ich glaube, zwei Wochen wird es vielleicht dauern, bis das da ist. Aber wie gesagt, ich möchte dann halt für euch regelmäßige Sendezeiten machen. Ich weiß noch nicht, muss mal gucken. Gerne hätte ich auch feste Tage, dass ihr genau wisst, okay, hey, heute ist Dienstag, heute ist Perlensticken bei der Heidi. Wisst ihr Bescheid, ne? Dann muss ich mir aber noch das noch überlegen, wie ich das an welchen Tagen. Also donnerstags wird auf jeden Fall Diamond Painting Fest sein, weil ich öfters ja die Kooperation habe mit Karat Art und da ist immer Release donnerstags und deswegen will ich mir Donnerstag für Diamond Painting auf jeden Fall frei halten. Ich hatte gedacht, vielleicht wäre wirklich Dienstag gut. Dienstag Perlensticken. Mittwochs wollte ich wieder basteln, weil ich ja auch eigentlich auch ein Bastelkanal bin. Oh, da habe ich auch wieder ein bisschen was eingekauft, Bastelsachen. gerade im Moment suchte ich ganz viele Bastelvideos. Und oh ja, ich bin wieder infiziert. Ich hatte lange jetzt gar keine Bastelphase. Es hat mir überhaupt gar keinen. Oh, es hat mir. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ich jetzt halt auch zur Ruhe gekommen bin, in Anführungszeichen. Weil ich halt ja jetzt keine zwei Jobs mehr mache, sondern nur noch einen Job und das ist mein Shop. Und vorher hatte ich ja eine Doppelbelastung, ne? Und für Basteln braucht man einfach Zeit und das, damit das auch schön wird. Also, ne, klar kann man so eine schnelle Karte hin machen und aber damit ist. Das will ich ja nicht. Ne? Ich will dann auch mal schöne ausgefallene Sachen machen, die man auch gut verschenken kann und nicht, was man schon 10.000 Mal gesehen hat auf YouTube sozusagen. Natürlich wird das Rad kann man nicht neu erfinden. Ne? Jetzt machen wir wieder die vier, genau. Aber ja, naja, hier geht es ja ums Perlensticken. Ich glaube, wenige von euch interessiert wahrscheinlich das Basteln. Das war jetzt nur wegen dem Sendeplan. Genau, dann habe ich mir gedacht, mittwochs mache ich dann Basteln. Donnerstag Diamond Painting. Freitags kann man dann Kreuzstich machen. Samstag ist wieder Diamond Painting. Nee, wartet mal, ich überlege gerade, ob wir. Samstag ist kein Diamond. Doch, warte mal. Donnerstag, Freitag machen wir Basteln oder ich mache. Das weiß ich noch nicht. Ich will auch mal nach Zahlen, habe ich ja auch hier auf dem Kanal. Entweder freitags mal nach Zahlen oder sonntags mal nach Zahlen. Also Samstag. Ist dann Diamond Paint, also montags, Donnerstag und Samstag ist dann Diamond Painting. Perlensticken ist dann mittwochs vielleicht, habe ich gedacht. Dienstags haben wir gesagt, gell? Dienstag, Mittwoch oder Freitag ist dann basteln bzw. mal nach Zahlen. Donnerstag ist Diamond Paint und Kreuzstich. Ja, ich weiß es noch nicht. Jetzt bin ich voll durcheinander, glaube ich. Also ich habe es irgendwie so. Also ich denke mal, Diamond Painting bleibt bei Montag, Donnerstag und Samstag. Und die anderen Tage, ja, muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß es noch nicht ganz genau.
manchmal kommt einem auch wieder was dazwischen, dann kann auch sein, es verschiebt sich auch mal was, ne? Aber ich möchte schon jetzt gerne feste Sendezeiten und denke auch, dass ich das schaffe, ne? Ja. Ich mache es halt einfach gern und so weiß halt auch jede Sparte, wann sie bei mir einschalten können, ohne dass man die Glocke aktivieren muss. Ich weiß, dass manchen das dann auf den Nerv geht, wenn jeden Tag da ein Video von mir aufploppt. Ich habe auch nicht alle Kanäle die Glocke aktiviert. Gerade vor allem, wenn ich jetzt mal, wenn mich mal wieder was anderes interessiert, sagen, oh, nee, jetzt ist mir die Nadel abgebrochen auch noch. Wo ist jetzt der Rest? Und dann da. Super. Menno, das ist diese dünnen Perlnadeln. Das ist wieder. Ich brauche erst wieder ein Gefühl fürs Perlensticken auf Vordruck, glaube ich. Wo ist das jetzt hin? Ah, da. Dass sich keiner stupft. Mal auf die Seite legen. Aber da können wir vielleicht gerade, wenn wir dazwischen drin sind. Und zwar, ich habe hier einen kleinen Needleminder und den möchte ich gerne an euch weitergeben. Ja, und zwar könnt ihr hier eure Nadeln drauf platzieren. Und zwar werde ich das quasi bis nächste Woche, könnt ihr da den gewinnen. Ihr braucht mir einfach nur einen Kommentar unten in die Videobeschreibung reinsetzen und das war's schon. Genau, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und ich werde dann im nächsten Perlenstick-Video den dann verlosen. Ne? Es wird jetzt immer wieder was so Kleinigkeiten bei mir geben, also seid auf jeden Fall dabei und schaltet ein, wenn ich wieder am Perlensticken bin. Dann geht's weiter hier. Hier haben wir ja noch Perlennadeln, zum Glück. Ja, die andere hatte ich mich mal aus meinem Bestand rausgenommen, weil ich nicht. Normalerweise stecke ich mir immer die Nadeln in den Stoff rein, wenn ich fertig bin. Ich lasse die nie am Needleminder, weil dann gehen sie verloren, weil die fallen doch irgendwie ab in der Tasche dann. Und das habe ich hier auch unter den Faden. Halt mal, ich muss das mal kurz hier. Jetzt. Genau, ich mache immer die Nadel immer runter, weil die doch einfach abfällt. Deswegen stecke ich mir die immer rein und ich habe keine gesehen im Stoff. Da habe ich gedacht, oh, habe ich hier gar keine dran gelassen. Aber dann habe ich jetzt hier gesehen, in meinen Eiswürfelbehältern lagen die Nadeln drin, was natürlich auch Sinn macht. Weil dann geht es auf keinen Fall kaputt. Aber hier im Stoff geht eigentlich auch. Ne? Da hält es eigentlich auch. Ich habe die ja auch in der festen Hülle drin. Ich habe hier das drin in so einer Druckverschlusshülle. Da ist es eigentlich auch recht stabil. Da knickt es nicht hin und her. Ne? Und da ist mir jetzt bisher noch keine Nadel kaputt gegangen. Aber ich glaube, ich muss mir echt auch mal einen Schwung Perlensticknadeln nachkaufen. Weil ich habe. Das ist auch wieder. Ich habe bei Nadja ja mehrere Bilder gekauft. Habe da vielleicht im letzten Unboxing gesehen. Weil ich kaufe immer ein paar Bilder mehr in Vordruck, weil ich die ja auch gerne verlose, wenn ich was Großes zu verlosen habe. Und sie macht dann aber immer nur 5 Nadeln rein, obwohl ich vielleicht 5 Bilder bestellt habe. Und normalerweise gibt es ja pro Bild immer 2 Nadeln rein.
Und dann fehlen mir natürlich die Hälfte der Nadeln, ne? Und wenn die gehen halt auch so super schnell kaputt, habt ihr jetzt ja gerade gesehen wieder. Und ich weiß, dass es vielen anderen genauso geht, dass ihr auch sagt, ja, die Perlensticknadeln gehen schnell kaputt. Aber ich glaube, das liegt auch dran, wenn man sich dann mal wieder dran gewöhnt hat. Die erste Reihe sieht meistens nicht ganz so schön aus, aber wenn man sich dann ein paar Reihen hochgearbeitet hat, dann legen sich die Perlen schöner. Auf Vordruck, da sticke ich auch meistens immer nur einfädig, weil die Perlen durch den Stoff, weil das ist ja ein zweifacher Stoff, wir haben ja hier so noch so ein Vlies oder Wisseline oder wie das heißt da drauf. Und den Seitenstoff hier, wo wir den bedruckten Stoff und ja. So, jetzt haben wir das, genau, jetzt kommt die 3, jetzt kommt dieses dunkle Gelb. Und da sitzen die eigentlich auch gut mit einem Faden. Das ist jetzt das ganz normale Standardgarn, was immer mit dazu ist. Bei Nadja ist es manchmal Bisa oder ja, Bisa 100, Titan 100 gibt es auch. Also ich muss aber mal gucken. Ich will mir vielleicht auch mal noch eine Rolle, Rina, schwört ja auf das E60, glaube ich, ist das. Ich glaube, das ist auch das gleiche Garn, was bei Tokareva mit dabei ist. Oder irre ich mich da jetzt? Oder bei Tokareva ist auch, glaube ich, Titan 100 dabei, gell? Und das E60 ist, glaube ich, noch ein bisschen dicker. Und da spüren viele drauf, ne? Ja. Ja, gerade im Moment sticke ich ziemlich wenig, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt habe ich bald Urlaub. Wupp, wupp, noch 2 Wochen. Und dann habe ich Urlaub verdient, 3 Wochen. Ja, mein erster richtiger Urlaub dieses Jahr. Ich habe zwar zwischendrin mal ein paar Tage Zug gemacht, glaube ich, eine Woche oder so. Aber das war es dann auch schon, ne? Und ich freue mich jetzt auf den Urlaub. Gar nichts machen. Also wir können da auch gar nicht shoppen. Ich weiß, manche Shops lassen offen und bearbeiten dann die Bestellung, sobald sie wieder offen haben. Aber das mache ich nicht. Weil das lässt mir keine Ruhe, wenn erstens ständig die Benachrichtigung, also ich bekomme das immer auch aufs Handy, wenn jemand bestellt, dann bekomme ich das auch aufs Handy. Und die Bestellbestätigung, es ploppt dann halt auf. Es gibt zu meinem Shop, habe ich auch eine App, wo ich auch spontan halt auch eingreifen kann, ne? Wo ich auch spontan auch mal die Menge anpassen kann oder wenn irgendjemand Fragen hat, dass ich da was tauschen kann und so. Und dann brauche ich nicht jedes Mal den PC anschmeißen. Und so kann ich halt schön über die App die Sachen bearbeiten, ne? Und das wird mir keine Ruhe lassen, wenn ich dann im Urlaub stehe. Also, klar, ich könnte Push-Up ausmachen, aber auch zu wissen, man hat dann den Druck, man kommt dann vom Urlaub und hat dann, was weiß ich, keine Ahnung, 50 Bestellungen offen oder so. Nee, das tue ich mir nicht an. Und ja, ich habe es hinterlegt im Shop. Also wer noch schnell ein Perlenbuch oder sowas sich schnappen will, der muss noch bestellen die nächsten 2 Wochen. Also ich mache am 12. ist offiziell mein erster Urlaubstag, aber da ich am Wochenende nicht arbeite, ist es eigentlich der 10. Sie können dann quasi bis zum 10. bestellen. Wenn ihr halt am 11., also eigentlich bis zum 9. einschließlich, wenn ihr am 10. oder 11. bestellt, das ist Samstag oder Sonntag, die Bestellungen werden dann nicht mehr bearbeitet, ne?
Die gehen dann erst nach dem Urlaub raus. Ja, dann machen wir hier das Dunkle. Jetzt kommen wir wieder hier. Ja, jetzt kommt das die 5. So langsam kriege ich es aber raus. Hier haben wir schön Color Blocking. Also quasi viel Farbe auf einer Fläche. Also viel von einer Farbe auf einer Fläche. Das heißt, ich kann mir immer hier schön ein paar Perlchen herlegen. Braucht ihr nicht immer einzeln da rausfischen. Das ist dann ganz praktisch. Bin ich auch überhaupt in der Kamera? Ja, ich glaube ja. Ich muss mir mal unbedingt ein anderes Stativ holen, weil das hat nur eine gewisse also quasi, hier ist, wenn das der Tisch ist, hier die Tischkante, dann hängt hier mein Stativ dran und der Arm geht hier rüber, ne? Zu mir jetzt hin. Und der ist mir ein bisschen zu kurz. Mir wäre es lieber, wenn der noch ein bisschen weiter gehen würde, dass ich dann, wenn ich euch rannehme oder dass ich es zumindest verstellen könnte, dass wenn ich euch dann jetzt hier zum Beispiel runternehme, ist es mir manchmal ein bisschen zu weit weg. Wenn ich hochgehe, ist der Radius größer, logischerweise. Und wenn ich aber näher rangehe, ist mir der Radius manchmal zu klar. Ist mir das zu weit weg, sozusagen. Ne? So, die machen wir wieder zurück. Jetzt haben wir das Gelb. Zwei Stück. Wie ist es bei euch jetzt über den Sommer mit Handarbeiten? Ich muss immer dran denken, wenn ich Sommer und Hitze denke, da muss ich immer an die Mine denken, die man erzählt hat, dass sie irgendwie in der Türkei Perlensticken gemacht haben und dass irgendwann dann so heiß, die Perlen so heiß geworden sind, sich so aufgeladen haben, dass es gar nicht mehr auf dem Schoß haben konnte, weil die Perlen so heiß waren. Muss ich immer dran denken, wenn Sommer ist und Perlensticken ist. Dass du mir das erzählt hast. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, ne? Gerade Glas sowieso, ne? Glasperlen. Ja, also, wenn ihr Perlen steckt, nur im Schatten, nicht in der prallen Sonne. Ich kann aber eh sowieso nicht in der prallen Sonne. Aber manche, die können ja richtig in der Sonne sitzen und braten, ne? Ja, manche, oh. Ja, die haben vielleicht ein anderes, die schwitzen vielleicht nicht so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber nee, ich bin sowieso absolut kein Sommermensch. Also ich mag schon schönes Wetter, aber dann lieber ich mag gern so die Zwischenzeiten, ne? Frühling und Herbst. Obwohl ich Winter auch sehr gern mag. Bei Winter ist es nur so, das darf, also zu kalt, wenn es wirklich richtig eisig kalt ist, dann ist es auch nichts mehr für mich. Weil ich bin auch so eine kleine Frostbeule. Aber ich liebe es auch, mich so richtig dick einzupacken mit so einem richtig dicken Wollpulli. Und so. Also da kenne ich auch nichts. Ich mag das. Das ist dann kuschelig, gemütlich. Und Auto fahren muss ich ja eh nicht viel. Weil ich ja von zu Hause aus arbeite. Und wenn ich mal irgendwo hinfahre, dann entweder mit meinem Mann und er fährt dann meistens, obwohl, also ich traue mich schon zum Fahren, so ist es nicht, sondern ich habe halt Allwetterreifen jetzt drauf gemacht, weil wir halt ja auch nicht mehr diese tiefen Winter haben, wie vor über 10 Jahren, ne? Klar, es gibt immer mal so ein paar Tage, da wo es richtig viel Schnee hat, aber dann hört es ja auch schon wieder auf meistens, ne? Und das war es dann meistens. Ich finde es immer so lustig, im November gibt es oft so eine Woche, wo es richtig schneit, ja? Wo dann totales Chaos ausbricht, jeder noch seine Winterreifen irgendwie aufzieht, weil er sie noch nicht aufgezogen hat. Und dann ist ewig lang nichts über Weihnachten, dann ist den ganzen Dezember kein Schnee und über Weihnachten nicht. Und dann kommt ja meistens erst im Januar wieder Schnee. Ne? Und es ist irgendwie jedes Jahr immer so. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt Allwetterreifen drauf.
Und welche Farbe ist das jetzt hier? Ist das hat man doch schon, gell? Ja, das ist es. Die Nummer 5. Die Nummer 6. Ja, ich habe jetzt halt, wie gesagt, Allwetterreifen drauf und das reicht für mich. Für mein kleines Auto da reicht es. Ich fahre dann halt einfach auch ein bisschen vorsichtiger, wenn ich weiß, es ist glatt und so draußen. Ja, aber gerade im Moment haben wir ja Hitzeperiode. Aber es geht. Also ich habe heute Morgen, war es schon schön kühl draußen. Also es ist jetzt, solange es in der Nacht kühl ist und kühl abkühlt, geht es noch, ne? Aber wenn die Nächte dann auch so warm sind und es überhaupt nicht abkühlt in der Nacht, das ist schlimm. Das finde ich schlimm. Weil man kann ja dann auch gar nicht aufmachen. Also wir machen natürlich ab einer gewissen Uhrzeit. Bei uns ist es meistens so ab 1. Also vorher können wir aufmachen. Und dann morgens mache ich alles auf, reiß alles auf, dass schön die kühle Morgenluft reinkommt und ein bisschen die warme Luft rausnimmt. Und dann muss ich aber auch relativ schnell wieder zumachen. Heute war es tatsächlich schon um 10:30. Da habe ich richtig gemerkt, jetzt heizt es auf. Jetzt muss ich alles runter machen, habe alle Rollläden runtergemacht und habe jetzt nur in meinem Zimmerchen, weil ich ja jetzt hier das Video mache, so einen kleinen Spalt offen, damit so ein bisschen Licht dran ist. Ich werde jetzt auch noch einen Filter wahrscheinlich drüber setzen, so dass ihr es halt ein bisschen heller habt. Und ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Reihe zu Ende und dann beende ich auch das Video. Wir sind schon bei 42 Minuten schon. Kann das sein? Kommt mir vor wie vielleicht 20 Minuten oder so. Aber tatsächlich 42 Minuten quatsche ich mit euch hier schon. Gibt's doch nicht. Unglaublich, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Aber doch, ja, ich habe kurz nach 2, glaube ich, angefangen. Jetzt ist es kurz vor 3. Kommt hin. Kommt hin. So, jetzt machen wir die letzte Farbe. Das ist dann die 5. Und dann habe ich hier so einen schönen, fast die ganze, ja, die Hälfte der Reihe mit euch gestickt. Gar nicht so viele Pärchen, aber immerhin. Ich finde immer, wenn die ersten zwei, drei Reihen gestickt sind, dann macht es erst richtig Spaß, weil am Anfang sieht es dann noch so wurstelig aus, ne? Bis sich dann die Perlen aneinandersetzen und es dann auch so ein bisschen ein Bild gibt, ne? Ja. Ja, ihr Lieben, so ist es. Und ja, wir bleiben ja im Urlaub daheim, werden ab und zu mal was unternehmen, ne? Und vielleicht fahren wir auch spontan mal ein Wochenende weg oder so, mal ein paar Tage. Freunde, die meisten sind auch alle irgendwie im Urlaub. Es ist auch kaum jemand zu Hause tatsächlich. Sind alle irgendwie mit Family und Kids und so im Urlaub. Meine Schwester, ich bin echt neidisch. Meine Schwester, die fliegt nach Kalifornien, nee, nach doch nach Kalifornien, glaube ich. Ja, nach Kalifornien. 3 Wochen. War schon ein bisschen neidisch. Aber wir haben dieses Jahr irgendwie, wir haben es irgendwie nicht gebacken gekriegt, Urlaub zu planen. Genommen haben wir ihn, ja. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann bleibt man daheim. Zu Hause ist auch schön. Entspannen mal, machen ein paar Tagesausflüge. Wir sind auch gern daheim. Also, wir haben jetzt nicht das Gefühl, wenn wir jetzt nicht irgendwo ans Meer fahren, dann verpasst mal was. Auf jeden Fall, ich möchte schon auch mal wieder ans Meer. Natürlich, klar, finde ich auch schön. Ich liebe das Meer absolut. Aber wir sind auch gern daheim. Also, so ist es nicht. Ich mache gern Videos, fröhne meine Hobbys. Mein Schatz hat auch seine Hobbys. Und ja, so hat jeder sein Ding. Und ich finde, Urlaub ist nicht ausschlaggebend dafür, ob man jetzt wegfährt oder nicht. Ne? Wie seht ihr das? Man kann auch schön eine schöne Zeit daheim verbringen. Also wir sind gerne daheim und es ist eigentlich auch ein schönes Zeichen, ne? Wenn man
sich daheim wohlfühlt. Ich finde, das ist aber auch ganz wichtig. Ne? Ja. Ihr Lieben, jetzt habe ich mit euch 45 Minuten ungefähr gequasselt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Stickt ein bisschen an euren Projekten. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht habt ihr ja auch Urlaub. Und ja, und wie gesagt, schreibt mir einen lieben Kommentar und dann wandert ihr automatisch in den Lostopf. Und nächste Woche dann zum nächsten Perlensticken werde ich den süßen Hasi Niedelminder dann an euch verlosen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.